Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Wassertempel beendet, also den Seeschrein, haben den Boss geklatscht. Uns fehlt noch ein Schlüssel, dann können wir da glaube ich auch noch drei Schatzkisten absahnen. Aber ja, den müssen wir halt erstmal finden. So, aber wir haben den Wassertempel beendet. Demnach können wir vielleicht was Neues triggern. Das ist jetzt halt die Frage. Und da würde ich jetzt erstmal wieder zwei altbekannte Orte besuchen. Nämlich einmal Thelmas Hütte. Ne, vielleicht passiert da irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht triggert da irgendeine Storyline. Denn als nächstes müsste theoretisch das mit dem Wald kommen. Ne, Time, ja. Genau, bei Snowpeak haben wir ja auch fertig. Vielleicht passiert da jetzt was. Bin mir nicht ganz sicher. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich nochmal kurz an sich in den Wald gehen, zu Mo. Ob da dann irgendwas triggert, falls da auch nichts triggern sollte, dann müssen wir halt wirklich, ja, dann hätte ich gesagt, machen wir wirklich die Trillhöhle als nächstes. Das wäre dann mein Plan. Da können wir nämlich auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es nur zwei Geisterseelen, ne? Aber wir können die halt komplettieren. Und vielleicht haben diese zwei Geisterseelen irgendwas Essentielles für uns. Hätte es auch gerne erst zum Ende hin gemacht, wenn man wirklich viele... Ja, eigentlich haben wir fast alle Items, aber wenn wir, sag ich mal, ein bisschen stärker sind noch, ne? Ups, falsche Richtung. Aber naja, was soll der Geiz? Ich habe es auch noch nie mit 15 Herzen gemacht, glaube ich. Dementsprechend machen wir das einfach mal und hoffen, dass da was Geiles bei rumkommt. So, gucken wir hier nochmal kurz rein, ob da irgendwas triggert. Irgendeine Szene, irgendwas. Nö, nicht wirklich, ne? Hier ist alles wie immer. Alles klar. Ah, doch, 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 doch. Die hat gesagt Mo. Die hat Mo gesagt. Hahaha, die hat Mo gesagt. Gut, dann müsste der jetzt da stehen. Das heißt, wir können jetzt vielleicht das Master Sword holen. Also in Anführungsstrichen. Cool. Also gehen wir wieder hier, ne? Fironewald. Gucken mal, ob der da rumsteht. Weil dann, wenn der da steht mit seinem goldenen Hühnchen, dann haben wir es geschafft. Dann können wir jetzt in den Waldtempel erstmal vordringen und da ein bisschen Unruhe stiften. Und? Nö. Oder wo sollte der jetzt stehen? Der Mo. Habe ich mich verlesen? Hat er nicht gerade Mo gesagt? Ich hätte mal lesen sollen, ne? Okay, warte, ich mach mal hier kurz einen Cut und ich lese mal kurz, was die gesagt hat. So Leute, da bin ich wieder. Also es hat jetzt irgendwie alles nichts gebracht, was ich gemacht habe. Ich bin nochmal zurück zu Thelma gegangen, habe da nochmal mit ihr geredet. Die hat ja gesagt, ich soll nochmal auf den Tisch gucken wegen der Karte. Jetzt habe ich hier auch einen roten Punkt auf der Karte, aber Mo ist halt immer noch nicht da. Und ich war jetzt auch nochmal im Wald, da ist aber auch nichts passiert. Also direkt beim Schreien. Und ich glaube, wir brauchen noch irgendwas. Vielleicht müssen wir wirklich Goronenfestung erst abschließen oder something, I don't know. Auf jeden Fall funktioniert es immer noch nicht. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Drillhöhle. Beziehungsweise eine Sache würde ich nochmal ganz kurz ausprobieren. Ich würde nochmal kurz nach Kakariko reisen. Wo ist denn? Warte mal, hier. Ist jetzt aber auch der letzte Akt, den ich machen würde. Ich habe auch gerade gesehen, da ist noch ein goldener Wolf. Habt ihr das gerade gesehen? Da war ein goldener Punkt auf dem Ding ins Pups. Ich glaube, da könnte ich vielleicht... Ah, vielleicht war das auch nur Geld und ich habe das nicht eingesammelt, deswegen. Das müssen wir gleich mal herausfinden. So, genau, auf jeden Fall Goronen müssten wir vielleicht abschließen. Möglicherweise ist das der Way to Go. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. So, genau, was ist hier mit euch? Da
ist nichts passiert. Da brauche ich auch erst die Goronen, ne? Das wird sonst alles nicht. Das triggert auch erst, wenn die ganzen Goronen da sind. Dementsprechend, ja. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen hinterher. Hinken wir noch ein bisschen hinterher. Ha, schwierig gerade, ne? Ich glaube, wir müssen wirklich dann mit der Drillhöhle weitermachen und hoffen, dass wir da vielleicht noch ein Item bekommen. Wenn nicht, dann geht's halt wieder in die Wüstenburg rein, weil da haben wir ja einen Schlüssel mehr. Wenn wir dann nichts haben, dann weiß ich aber auch echt nicht mehr. Dann bin ich gerade ein bisschen out of order. Ich habe gerade noch die Idee, dass wir hier vielleicht nochmal was wegsprengen können. Oh ne, da ist auch nur... Wir heilen uns auf jeden Fall schön. Da haben wir so eine Abkürzung. Aber da gibt es auch keine Schatzkiste. Schwierig aktuell. Da oben kann man sich später dann auch noch eine Schatzkiste holen. Da brauchen wir aber auch erst die Goronen, glaube ich. Glaube ich. I'm not sure. So, ich gehe erstmal kurz hier rein. Wegen dem Wolf. In der Hoffnung, dass da jetzt... Was machst du denn hier? Die war das letzte Mal auch schon mal da und jetzt... Okay, alles klar. Da kriegen wir auf jeden Fall auch ein Item. Ah, hier, das habe ich schon. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja auch noch eine Schatzkiste. Aber das haben wir schon. Aber der Wolf? Wo sitzt denn der Wolf? Ich hatte doch gerade auf der Karte hatte ich so einen Wolf. Ja, der ist hier auch noch. Hä? Folge mir! Ich will nicht. Ich will dir nicht folgen. Du bist gruselig. Ja, ich kriege auf jeden Fall auch ein Item. Hier kriegen wir auf jeden Fall auch ein Item. Miau. Vielleicht ist das ja der Shit. Aber cool. Ich meine, ist ja nicht schlecht, ne? Ist ja nicht schlecht. Wir haben den zwar nicht gerettet, aber okay. Alles klar. Ein Herzteil. Ja, ist cool, aber bringt mir halt auch nichts. Schade. Nun, endlich kann ich auch. Ja, ja, komm. Geh, mach Ruhe. Hast nichts gebracht, leider. Mann. Ja, und später muss man dem ja auch was bringen. Was bringt man dem eigentlich? Dem bringt man irgendwas, dem Sohn hier, ne? Und dann ist der auch happy. Happy, happy, happy. Haben wir da zufällig irgendwas runter? Ja, das war dumm. So, haben wir da irgendwas drunter? Da können wir jetzt halt das machen. Da hinten haben wir eine Abkürzung, die wir freischalten können. Jo, Geld. Nice. Genau das, was ich mir vorstelle unter so einem geilen Stein. Hier ist dann halt noch so eine Abkürzung, die ich aber nicht brauche. Die bringt uns, glaube ich, da zum Fluss. Wenn ich jetzt nochmal rein und raus gehe, muss ich mal kurz überlegen. Guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Wolf. Hä, aber wo ist denn das Item? Where is the item? Bin ich blind? Müsste der nicht hier sitzen? Seht ihr irgendwo ein Item? Ich bin blind. Das ist ja strange. Ja gut, wenn ich jetzt aber nochmal rein und raus gehe, ist halt die Frage, ne? Vielleicht, ist dann der Prinz da, weil der gibt uns normalerweise auch ein Item. Aber ich weiß gar nicht, dem müssen wir doch auch dafür irgendwas geben, oder? Oder bekommen wir... Nee, wir bekommen wir irgendwas von dem erst? Ah, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich gehe einfach nochmal kurz gucken, ob der Prinz jetzt da sitzt. Das wäre toll.
So, warte mal. Ich gehe jetzt mal hier ganz kurz. Hier direkt sitzt der Wolf. Ich hatte das jetzt auch nicht getriggert, weil die Königin da war. Ganz merkwürdig hier. Aber ich dachte eigentlich, das ist auch gleich hier. Ja. Da ist er ja. Hat auch nicht getriggert. Was ist das denn? Die Schrift, die passt da nicht mal rein. Was ist denn da los? Aber, okay. Ich bin begeistert. Wir haben die große Geldbörse bekommen. Geil. Endlich. Endlich, Leute. Wir können mehr Geld tragen. Jetzt kann das Geld wieder kommen, meine lieben Leute. Wow. Jetzt sitzt der Typ nämlich auch da. Vielleicht können wir jetzt auch mit Mo reden. Weißt du, vielleicht hat jetzt das... Vielleicht war das jetzt entscheidend, dass hier alles triggert. Link! Kein Selbstvertrauen. Ich tauge zu gar nichts. Jetzt sei doch nicht so hart zu dir selbst. Ja, ja, du nützt was. Ja, oder auch nicht. Die Frage ist, was können wir mit dem machen? Dem müssen wir normalerweise, glaube ich, irgendwelche Aufzeichnungen zeigen. Die Aufzeichnung von dem Wilden, ne? Müssen wir dem, glaube ich, zeigen. Weiß ich aber nicht, ob wir die jetzt schon haben. Ah, das ist alles ganz wild hier. Vielleicht ist jetzt Moda. Man weiß es halt nicht, ne? Dieses Hin- und Her-Getrigger. Ist schon schlimm. Aber wir haben jetzt 5000 Rubine. Das ist geil. Da freue ich mich. Das ist schon mal eine schöne Neuerung. Okay, wir gehen jetzt noch einmal gucken. Wenn jetzt im Wald irgendwas sein sollte, dann machen wir es. Ansonsten Drillhöhle. Wir haben jetzt lange genug hier rumgeeiert. Ah, so. Reicht mir jetzt hier. Drückt mir die Daumen, dass jetzt endlich was ist. Düdel. Aber sieht eher schlecht aus. Na, wir haben jetzt die Zora-Rüstung. Mit der Zora-Rüstung machst du dann normalerweise den Dungeon. Und dann wird weiter getriggert. Aber hat sich schon ausgetriggert. Okay, komm. Nützt ja alles nichts. Wir gehen jetzt in die Wüste. Auf zur Drillhöhle. Ich habe euch jetzt lange genug hier hin und her eiern lassen. Und ja, irgendwie hat ja alles nichts genützt, ne? Also geht's jetzt in die Drillhöhle rein. Zwei Geister müsste es hier geben. Und am Ende noch ein Item für die große, die größte Geldbörse quasi. Na dann. Wir haben ja nicht mal eine Musik. Echt jetzt? Ist ja krass. Okay, Pfeile und Morgenstern hätte ich gesagt. Machen wir erstmal. Ist halt auch so, die ersten Ebenen sind so langweilig, ne? Ist unfassbar. Naja. Gut, Leute. Ich würde mir aber mal eine andere Rüstung anziehen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen angenehmer. Wir haben halt auch nicht das starke Schwert, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ach, ist das eklig. Oh, das wird echt eklig. Nicht mal das Master Sword. Vielleicht gibt es Master Sword hier. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Okay, Boomerang. So, den habe ich nicht getroffen, ne? Let's go. Dann gehen wir hier runter und dann wird stark geshootet. Guck mal, können wir schön Geld farmen für unsere Rüstung. Jede Sekunde zählt. Also ich glaube, die werde ich auf jeden Fall beanspruchen später. Die Rüstung, wenn wir dann gegen drei von den Rittern kämpfen. Wird das ein tolles Produkt sein hier. Du.
So, ja, die nächsten zwei Folgen kommen auf jeden Fall erstmal nur... Ja, ja doch, ich denke schon, die nächsten zwei Folgen, diese und dann noch eine und auf jeden Fall dann noch eine halbe. Nur Drillhöhle. Auch wenn ich mich beeile, oh Gott. Penner. Du Penner! Hier wäre es übrigens ganz geil gewesen. Oder nicht geil gewesen, wenn ich die Zora-Rüstung noch angehabt hätte, denn dann, ja, hätte es wehgetan. So, hier gehe ich auch einfach runter. Ist dunkel schon wieder, ne? Ist schon wieder so dunkel. Aber die bringt viel Kohle. Was ist da los? Guck mal, wie viel Geld die bringen. Das ist doch normalerweise nicht so, oder? Ich erinnere mich nicht daran, dass die so viel Geld gebracht haben. Wahnsinn. So. Schön. Easy. Geil. Ja, 50 Ebenen, ne? Sind es, glaube ich, wieder. Boah, ist dunkel. Let's go. Wir haben halt auch nur die Schildattacke. Das macht es halt auch nicht besser. Was ist denn hier? Nein, 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 nicht zum Wolf werden. Oh oh. Mann, der Speicherfeuer. Ist ja ein richtiger Brachius. Oh Gott. Komm jetzt mal her, Fledermaus hier. Zack. So, was machen wir mit dir? Kann ich eigentlich, die haben einfach keinen Sound, ne? So lustig. Oh Gott, nein. Ja, voll weggeblockt. Alter. Wow. Ich mach keinen Schaden. So. Wow, das war einfach Endgegner hier. Geld? Ah ja, den einen Rubin lasse ich liegen. Okay. Ja, komm. Und Tschüssikowski, liebe Freunde. Geld, Geld, Geld. Zack. Und Tschüssi. Die ersten Ebenen sind sowieso immer nicht so beeindruckend. Später muss ich dann echt ein bisschen aufpassen. Da muss man dann auch ein bisschen überlegen, wie man es am besten macht. Gott. Tschüss, Kumpel. Geld? Geld? Kein Geld. Ja, aktuell spare ich halt auf jeden Fall ein bisschen Items. Bombenpfeile und sowas. Werden wir später noch zu Genüge brauchen. Und da haben wir auch schon die erste Quelle. Erste Quelle ist befreit. Bedeutet, wir bekommen in Ordon jetzt eine Feenquelle. Das heißt, da wo der Lichtgeist ist, da schweben jetzt Feen umher. Ist eigentlich der einzige Vorteil, sag ich mal. Mehr ist es nicht. So, wie war denn das? Kann man nicht hier... War das hier oder hätte ich das eine Ebene vorher machen müssen?
Auf manchen Ebenen kann man ja buddeln. Ich glaube, das war vorher. Okay, ich würde sagen, eine machen wir noch. Und dann Ende im Gelände für heute. Okay. Boah, was? Okay, die Ratten hatte ich jetzt nicht erwartet. Schlecht. Ich glaube, so schlecht ausgerüstet. Ach, ich brauche hier... Ah ja. Ja. Ich brauche hier den Kreisel. Miau. Okay, Leute, im nächsten Part geht's weiter hier in Trillhöhle. Viel Spaß und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.